Hey Freunde, willkommen zu einem weiteren Achievement Guide, heute mit Drunken Fist 2 Zombie Hangover. Das Spiel erscheint am 22. Juni für PS4, 5 und Xbox One und wird 8 € im Store kosten. Platin oder 1000 Gamerscore dauern ca. 45 Minuten und da die PlayStation Versionen Crossplay sind, bekommt ihr zweimal das Spiel, also könnt ihr doppelt Platin holen. Wir fangen jetzt einfach mal mit Level 1 an, gehen das durch und Level 2 auch und danach zeige ich euch, was noch wichtig ist. Die Story im Spiel ist ganz einfach, ihr wacht auf, nachdem ihr komplett besoffen wart und alles ist voller Zombies. Und ihr werdet direkt beim Anfang des Spiels merken, dass euer Charakter komplett schwankt. Das heißt, er ist immer noch besoffen, hat einen extremen Hangover und jetzt ist natürlich hier Zombie-Killen angesagt. Also mit Viereck könnt ihr schlagen und mit X könnt ihr treten. Natürlich sind es auf der Xbox dann andere Knöpfe. Und das Ganze läuft etwas schwammig ab, natürlich, weil besoffen zu kämpfen ist natürlich ein bisschen schwerer. Links oben seht ihr jetzt eure Lebensenergie, rechts oben seht ihr die Punkte. Wir brauchen über 15.000 Punkte, damit wir Platin oder 1000 Gamerscore bekommen. Und rechts steht das Levelziel, besiege 8 Zombies. Also wir haben jetzt einen besiegt, wie man da unten sehen kann. Und ihr solltet am besten so viele Zombies wie möglich töten, denn ihr braucht ja die 15.000 Punkte und für jeden Schlag bzw. Treffer gibt es dann auch Punkte. Und wenn ihr die Knöpfe gedrückt haltet, ist der Schlag stärker. Also wenn ihr kurz antippt, ist es irgendwie laut meiner Erfahrung nicht so effektiv. Ihr seht das gerade. Aber wenn ihr gedrückt haltet, schlägt oder tretet er eben viel, viel härter. Und das macht dann eben auch Sinn. So, da kann man nämlich auch den Kopf mal abkicken mit dem harten Schlag. Und wenn man da die ganze Zeit tippt, fällt der Gegner meistens nur auf den Boden und ja, sonst nichts. So. Gleich gibt es noch ein paar wichtige Sachen, die ich euch zeigen muss. Aber das kommt erst noch. Jetzt laufen wir weiter und töten noch ein paar Zombies. Das hier ist ein Bauarbeiter. Der ist ein bisschen schwerer zu besiegen als die anderen, aber auch kein großer hier Heckmeck. Also ihr müsst ihn einfach permanent runterkloppen. Und außerdem, ja, das habe ich nämlich vergessen, mit Kreis, wenn ihr Kreis gedrückt haltet, macht ihr einen Beinfeger und so fällt der Zombie dann auf den Boden. Ihr könnt ihn auch auf dem Boden noch treffen, macht aber nicht sehr viel Schaden. Es macht mehr Sinn, wenn ihr ihn, wenn er steht, einfach schlagt und tretet. So, hier vorne sehen wir was Leuchtendes. Das ist eine Bierflasche. Und damit können wir unsere Lebensenergie wieder auffüllen. Natürlich werden wir dadurch noch besoffener, macht aber nichts. Denn so ist das Spiel nun mal. Wir müssen hier permanent besoffen sein. Eben habt ihr die Trophäe Collector 1 gesehen. Das bedeutet, wir haben eine Flasche gesammelt. Und insgesamt brauchen wir 12 Flaschen, damit wir Collector 3 bekommen. Aber keine Angst, die Flaschen sind nicht selten. Es gibt auf jeden Fall viel mehr als 12 in den 5 Levels, die wir insgesamt schaffen müssen. Achtet auf jeden Fall immer auf eure Lebensenergie und trinkt eine Flasche mit R1 oder RB, wenn ihr nur noch 2 Herzen habt. Denn wenn ihr sterbt, müsst ihr das Level erneut von Anfang an machen und das dauert einfach unnötig länger. Wir haben jetzt übrigens schon 9 von 8 Zombies getötet, also mehr als man sollte. Das ist aber gut wegen den Punkten. So. Mit R1 oder RB könnt ihr die Flasche dann auch trinken, machen wir jetzt aber nicht, weil wir noch fast volle Lebensenergie haben. Das würde einfach nur eine Verschwendung sein. Deswegen lassen wir das erstmal. So, und jetzt gehen wir hier in Level 2. Das Achievement der Leveler 1 haben wir bekommen. Eben für Level 1. Und hier müssten wir jetzt in Level 2 20 Zombies töten. Wir haben jetzt 1000 Punkte. Und nach diesem Siegestanz können wir weiterspielen. Hier vorne leuchtet etwas lila. Ein lilanes Leuchten bedeutet immer, dass es eine Waffe ist.
Hier haben wir einen Baseballschläger mit Stacheldraht, also Lucille aus The Walking Dead, könnte man sagen. Und damit machen wir halt natürlich mehr Schaden. Also mit Viereck benutzt ihr die Waffe. Ihr könnt aber auch treten, ohne die Waffe zu benutzen, denn die ist nur temporär, die geht irgendwann kaputt. So, The Puncher 1. Beat 12 Enemies. Ja, wir müssen insgesamt 64 Gegner besiegen. Also die Hauptziele sind es, eben Gegner zu besiegen, 64 Stück, dann die Flaschen einzusammeln, dann außerdem noch, ich meine, 5 Waffen waren das, die man sammeln muss. Und 5 Levels beenden eben. Das ist gar nicht so schwer. So, jetzt seht ihr, dass wir hier unten links etwas aufleuchten sehen. L1 zum Pinkeln drücken. Wir verlieren Lebensenergie, wenn wir nicht pinkeln. Wenn diese gelbe Leiste voll ist, haben wir Harndrang und müssen uns erleichtern. Und deswegen pinkeln wir hier mit L1 auf den Boden. Und dieser Zombie ist gerade auf unserer Pipi ausgerutscht. Und dafür gibt es eben auch eine Trophäe, wenn insgesamt 20 Gegner auf eurer Pipi ausrutschen. Das ist ein Feuerwehrmann, der gibt uns auch noch eine extra Trophäe hier. Den findet ihr sofort in Level 2, wie ihr hier gerade sehen könnt. Und jetzt haben wir wenig Lebensenergie, also drücken wir R1, um eine Bierflasche zu trinken. So, ihr könnt übrigens auch auf eure eigene Pipi ausrutschen, also passt auf. Meistens lohnt es sich nicht, hier irgendwas zu erforschen, denn hier befindet sich meistens gar nichts. Hier zwar eine Bierflasche, die hätten wir aber auch von der anderen Seite, wenn wir weitergelaufen wären, bekommen. Da vorne in das Haus kann man auch rein, da ist aber wirklich nichts, also geht da auf keinen Fall rein. Ihr verschwendet nur Zeit. So, diesen Zombie haben wir auf den Boden geschmissen. Boom. Jetzt müssen wir wieder pinkeln, das können wir auch gleich machen. Wir springen mal nach hinten, pinkeln hier hin. Und lassen den nächsten Zombie auch noch ausrutschen. Ja, spring. So. Sollten die ausrutschen hier? Einer, ja. So, jetzt haben wir Collector 2 bekommen, also weil wir 6 Flaschen gesammelt haben und 12 waren es ja insgesamt. Also fehlen noch 6. Da vorne leuchtet wieder eine auf. Es gibt wirklich genug Flaschen hier in den Levels, also da braucht ihr euch keine Sorgen zu machen, dass ihr die irgendwie nicht bekommt. Und die Waffen genauso. Also vor größeren Gegneransammlungen solltet ihr auf jeden Fall eure Lebensenergie auffüllen, wenn ihr zum Beispiel nur, wie ich jetzt, 2 Herzen habt. Denn wenn ihr sterbt, verliert ihr wie gesagt Punkte und es macht einfach keinen Sinn, wenn ihr dann einfach alles nochmal machen müsst. Also das Level zumindest. Ab und zu, also wenn ihr seht, dass die gelbe Leiste voll ist, pinkelt ihr einfach mal hin und die Zombies sollten dann da drauf ausrutschen. Meistens jedenfalls, diesmal nicht. Ridiculous death.
Man kann sie auch hinlocken. Okay, es funktioniert teilweise auch nicht so ganz. Doch, da ist er ausgerutscht. Naja, ihr seht, das ist ein bisschen auch... Es kommt auf die Zombies an, wie sie sich halt bewegen. Wenn sie nicht wollen, rutschen sie auch nicht aus. Aber insgesamt werdet ihr die 20 Mal auf jeden Fall schaffen. Also 20 Mal einen Zombie zu Fall bringen mit eurer eigenen Pippi. So, dann sammeln wir uns die nächste Flasche hier ein. Da vorne im Haus ist noch eine. Ja, und wenn ihr nicht pinkelt, verliert ihr eben Lebensenergie, also solltet ihr das wirklich machen, sobald euer Controller anfängt zu vibrieren und die Leiste eben da unten voll ist. So, die ist ausgerutscht. Die nächste auch. Hier im Haus ist noch eine Flasche. Ah, ein ganz witziges Spiel, eine gute Idee ist es auf jeden Fall mal, also sehr kreativ und es macht auch wirklich Spaß, also ich finde, dass man das schon mal so zocken kann. So, hier haben wir die nächste Waffe, also eigentlich wieder die gleiche Waffe wie vorhin, bloß halt eben in neu. Ah, gut, ich wurde getroffen, jetzt ist es Zeit, die Lebensenergie mal wieder aufzuladen. Dazu trinken wir natürlich ein Bier. The Banker 1, die Trophäe bedeutet, dass wir jetzt 5000 Punkte haben. So, den haben wir jetzt nochmal ausrutschen lassen auf unserer Pippi. The Puncher 2, also wir haben jetzt 32 von 64 Gegnern insgesamt erledigt. So, jetzt können wir in Level 3 gehen. Und dann mache ich einen kleinen Cut, denn Level 3 hat nichts Wichtiges für uns. So, wir machen jetzt direkt weiter mit Level 4. Und ihr seht, dass ich schon 13.000 Punkte habe. Also, wenn ihr jeden Zombie tötet, den ihr seht, dann schafft ihr das locker. Und Level 4 ist besonders, weil hier gibt es ein paar extra Gegner, die wir auch für ein paar Trophäen brauchen. Und zwar ist hier zum Anfang schon des Levels der Hotdog-Zombie. Und ja, den klatschen wir einfach mal weg. Der kann nichts Besonderes, der ist einfach nur für eine Trophäe da. Kill a Hotdog Zombie. Dann haben wir hier den Clown, den müssen wir auch noch töten. Ain't funny. Kill a Clown Zombie. So, jetzt machen wir ganz normal weiter. Und hier vorne... Der Zombie mit der Rüstung, also mit dem Helm, ist ein Polizist, der kann schießen. Wird er auch gleich tun.
Oder auch nicht. Naja, auf jeden Fall müssen wir den auch töten für eine Trophäe. Und theoretisch schießt er, wenn er euch sieht. Nur jetzt nicht, weil ich gerade aufnehme. So, no more parking tickets. So, wir müssen pinkeln. Also pinkeln wir erstmal hier hin. Jetzt schießt der Zombie, während wir pinkeln. Auch schön. Wir sind ausgerutscht. Jetzt müssen wir uns ein bisschen heilen, damit wir nicht sterben. Das können wir auch machen, während wir angegriffen werden. Auch kein Problem. Und wenn wir den Zombie hier, den Polizisten-Zombie attackieren, dann wird er seine Waffe irgendwann verlieren, weil sein Arm ab ist. Und dann kann er nicht mehr schießen. Oder er stirbt einfach. So, wir haben 14.630 Punkte. Ist nicht mehr lange, bis wir 15.000 haben. Das ging in meinem ersten Run viel langsamer als im zweiten. Und hier haben wir schon die nächste Waffe. The Puncher 3. Also wir haben 64 Gegner getötet. In Level 4. The Banker 3, weil wir 15.000 Punkte haben. Jetzt pinkeln wir noch ein bisschen. Das war zu wenig Pipi, aber das macht nichts. Ah, manchmal ist die Steuerung etwas gewöhnungsbedürftig, sage ich mal. Hier am Ende von Level 4 kommen etwas mehr Gegner. Hier müssen wir auch wirklich aufpassen, dass wir auch voll geheilt sind. Vor allem am Ende, das seht ihr gleich. Ich lasse das jetzt noch ein bisschen laufen. Und hier müssen wir eigentlich gar nicht mehr alle Zombies töten, weil wir haben ja schon die Trophäe bekommen und 15.000 Punkte haben wir auch schon längst. Wir haben ja jetzt schon 20. Aber wir müssen ja immerhin noch das Level-Limit erreichen mit 25 Zombies. Es sind aber mehr hier als 25, deswegen... Naja, macht einfach erstmal das Ziel hier. So, wir müssen pinkeln, damit wir keine Lebensenergie verlieren. Außerdem muss der Zombie da noch ausrutschen. So, hier ist die große Gegneransammlung. Naja, es sind drei Gegner. Und zwar zwei Feuerwehrmänner, die ja schon heftig sind. Naja, was heißt heftig? Sie sind schwerer als die normalen Zombies.
Ab und zu sollte man natürlich auch was trinken. Zum Beispiel jetzt wäre ein sehr guter Zeitpunkt. Es gibt zwar die Möglichkeit, Gegner zu fokussieren, hat bei mir aber leider nicht so gut funktioniert. Und deswegen schießt mich auch die ganze Zeit dieser Kopf-Zombie hier ab. Wir pinkeln ihn mal kurz an, damit er ausrutscht. Das will er aber nicht, also müssen wir ihn töten. Und wir sammeln, beziehungsweise wir trinken nochmal schnell was. So. Ja, und jetzt sind wir selber auf unserer Pipi ausgerutscht. Na toll. Also den Zombie brauchen wir eigentlich nicht mehr, weil wir haben ja schon genug. Aber wir töten ihn trotzdem, weil er da ist. Und jetzt sammeln wir hier eine Flasche ein. Und Level 4 ist somit auch beendet. Wir bekommen jetzt gleich eine Trophäe dafür. Und danach müssen wir nur noch dafür sorgen, dass eben 20 Zombies insgesamt ausgerutscht sind. Und Level 5 müssen wir schaffen. So, jetzt können wir pinkeln. Und zwar lassen wir dann die zweimal hier schön ausrutschen. Wenn sie es denn wollen. Natürlich nicht. Naja, jetzt werde ich ein bisschen runtergehauen. So, dafür, dass sie mich nicht pinkeln gelassen haben, sterben sie jetzt. Und hier haben wir wieder zwei Feuerwehrmänner. Wir müssen was trinken, sonst sterben wir jetzt gleich. So, gut, jetzt müssen wir aber doch irgendwie noch Zombies anpinkeln, damit sie hier ausrutschen. Wir verlieren aber stetig Energie, weil wir eben richtig pinkeln müssen. Also trinken wir nochmal einen Schluck und pinkeln dann vor diese Zombies hier und locken sie hier rein.
Okay, also die Großen können da nicht ausrutschen. Macht nichts. Wir nehmen uns unsere Waffe, die hier drin ist, in diesem kleinen Shop oder was das ist. Haben eine Trophäe, weil wir 5 Waffen eingesammelt haben. So, wenn wir den töten, haben wir unser Level-Limit erstmal erreicht. Also haben wir theoretisch Level 5 geschafft. Aber wir müssen ja noch hier pinkeln. Und da die zwei eben nicht ausrutschen wollten, müssen wir eben kurz warten, bis wir genug Pipi haben. Außer wir werden halt angegriffen. So ein Versuch mit diesen Feuerwehrmännern. Ja. Okay, die rutschen aus. Richtig folgen wollen sie aber nicht. Zumindest nicht der zweite. Ah, jetzt. Ja, meine Pippi ist schon verdunstet, also konnten wir nur den einen zu Fall bringen. Also wir probieren es einfach nochmal. Nein, okay. Wir brauchen diesen Zombie nicht, also verlassen wir einfach das Level und starten Level 6. Also Level 5 wäre das letzte gewesen für Platin oder 1000 Gamerscore, aber wir machen das jetzt trotzdem, weil wir haben ja die Trophäe noch nicht erhalten fürs Abrutschen, also rutschen lassen. So, deswegen haben wir 91%. So, in Level 6 haben wir hier so Giftgas. Hier sind ein paar neue Gegner. Dieser Zombie hier. Probieren mal, ob der ausrutscht. Ja. Genau, und gleich müssen wir hier durch die Suppe. Dort, jetzt bin ich selbst ausgerutscht. Ah. Witzig sieht das natürlich schon aus. Wie man hier seine eigenen Pipi irgendwie ausrutschen kann. Schon heftig. So. Also, natürlich macht diese rote Siffe hier Schaden, das ist ja radioaktiv. Das heißt, wir gehen hier schön außen rum. Versuchen es zumindest. Funktioniert aber nicht, wir müssen dann schon rein. Aber jetzt haben wir erstmal ein paar Gegner am Hals. Wir versuchen jetzt mal, die hier anzulocken, damit die ausrutschen. Vielleicht haben wir dann auch die Trophäe schon. Ja, da ist sie. Das Slipper 3. Und dann sollte Platin auch noch aufpoppen. Apocalyptic Brawler. So, das hätten wir dann geschafft. Wir könnten jetzt theoretisch weiterspielen, müssen wir aber nicht. Denn wir haben ja Platin. Aber da das Spiel sehr viel Spaß macht, wenn es euch genauso viel Spaß macht wie mir, muss ich dazu sagen, dann spielt gerne weiter, denn ich finde es ganz lustig. Und wer weiß, was sonst noch alles da kommt. Ja, also ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen. Das war jetzt ein größeres Video, kein kleiner Guide, sondern eher ein Walkthrough. Aber ich hoffe, dass dieser Stil euch auch gefällt. Lasst gerne Feedback da, wie immer. Ihr könnt auch gerne abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Guide wieder. Haut rein, Leute, und bis bald. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut gerne in meine anderen Videos vorbei. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Danke fürs Zuschauen, Leute.